Der 23. April 2023 wird wohl als einer der traurigsten Tage der dritten Liga in die Geschichte eingehen. Nur kurz nach dem Halbzeitpfiff wurde Schiedsrichter Nicolas Winter von einem Zwickauer Fan mit Bier überschüttet. Daraufhin fasste Winter vollkommen nachvollziehbar den Entschluss, das Spiel abzubrechen. Dabei hatten sich alle auf einen Kellergipfel in Zwickau gefreut. Beide Teams kämpfen ja nach wie vor um den Klassenerhalt und die Rot-Weißen erwischten den besseren Start. In der 36. Spielminute erzielte Dominik Baumann das 1:0. Er erzielte sein 10. Saisontor und es war ein folgenschwerer Fehler der Essener in der Hintermannschaft. Erst trifft Sponsi die Kugel, dann Rios Alonso. Da war keine Abstimmung zu erkennen und Baumann spielte den Nutznießer, traf zur Führung für den FSV. Essen wirkte nicht besonders sicher. Die Automatismen stimmten überhaupt nicht. Zwickaus Topstürmer Dominik Baumann nahm dieses Geschenk natürlich gerne an. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sah Nils Butzen nach diesem Einsteigen gegen Isaiah Young war ein leichter Kontakt zu erkennen wegen der Verhinderung einer klaren Torschuss die rote Karte. Schiedsrichter Nicolas Winter zögerte auch keine Sekunde. Diese rote Karte war so in der Form vertretbar. Daraufhin kam es zum Freistoß für Rot-Weiß Essen durch Thomas Eisfeld. Und der traf die Hand von Joan Gomez. Der Arm war angelegt. Eine zweifelhafte Entscheidung. Gomez sah die gelbe Karte und es kam zum Elfmeter für RWE. Simon Engelmann nahm sich die Kugel, legte sie sich zurecht und erzielte das 1:1. Sein 6. Saisontor. Er ist nicht umsonst der Topscorer und Topvorbereiter der Essener. Und vom Punkt ist er eben auch eiskalt genug, um zuschlagen zu können. Zum Hauptdarsteller sollte er aber trotzdem nicht werden. Denn ein Zwickauer Fan drängte sich in den Vordergrund, weil er Schiedsrichter Nicolas Winter mit Bier bewarf. Auch in den Katakomben zeigte sich Fassungslosigkeit pur bei Ronny König und Ronny Thielemann. Wir fassen es nochmal zusammen. Also der Schiedsrichter Nicolas Winter hat entschieden, dieses Spiel abzubrechen. Absolut. Wie geht's Ihnen damit? Furchtbar, entsetzlich. Das ist genau das, was wir in der Halbzeit schon besprochen haben, dass bestimmte Dinge eben nicht gehen. Die gehen einfach nicht und die gehen auch in Zwickau nicht und es wird Konsequenzen haben. Das heißt, Sie verstehen die Entscheidung des Schiedsrichters zu 100%? Also Schutz vor Leib und Leben, das steht an erster Stelle. Und die hat niemand auf irgendjemand einen Becher zu werfen. Mhm. Schon gar nicht auf der Haupttribünenseite her, wo im Wesentlichen unsere Sponsoren sitzen. Auch darüber habe ich mit Nicolas Winter gerade gesprochen, wie es jetzt weitergeht, wie dieses Spiel gewertet wird. Er hat mir nur gesagt, er wird einen Sonderbericht anfertigen und alles Weitere wird dann das DFB-Sportgericht entscheiden. Können Sie das bestätigen, dass so die Abläufe sein werden? So sind die Abläufe, das haben wir jetzt gar nicht mehr an der Hand. Wir müssen also abwarten auf das Votum des DFB. Und hoffen letzten Endes auf einen milden Verlauf für uns, weil wir können weder Punktabzüge gebrauchen, noch Spielwertungen gegen uns, noch können wir gebrauchen, dass wir eine hohe Sanktion im finanziellen Bereich gebrauchen können. Das ist alle Faktoren, die ich gerade genannt habe, tun dem Zwickauer Fußball extrem weh und ist genau das Gegenteil von dem, was wir im Prinzip heute erreichen wollten. Wir wollten heute ein Fußballfest erleben vor vielen Zuschauern und das sah auch lange so aus, aber am Ende ist es eben so gewesen, wie wir es jetzt im Ergebnis leider haben. Das letzte Wort hat nun also der DFB, wie diese Partie gewertet wird. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.